Hallo! Hallihallo und herzlich willkommen zum Finale, Grand Finale der Tenio der TVWM. Ja, von zwei Guck Mannschaften, mal, Start. wo man nicht gedacht hätte, dass sie im Finale stehen, wahrscheinlich, obwohl bei Kroatien hätte man es eventuell schon denken können, weil die in ihrer Gruppenphase schon recht stark waren, aber Schweiz, Da war es echt hakelig. ja, war es echt Aber hakelig. Ich glaube, die haben Schweiz ihre hat's. Spiele in den Finals zwar immer gewonnen, also ohne Verlängerung, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Gruppenphase nur weitergekommen. Aber man muss sagen, sie haben halt gegen Dings, gegen Griechenland gut gespielt. Gegen Griechenland war es nicht schlecht gespielt. Griechenland, ja. Dribbelt ist halt er wieder gute Form. Ja, nee, der ist nicht gut in Form. Ich habe nur, also meine Verteidigung ist halb gut in Form und der Rest ist halt normal. Okay. Deswegen der Diok leider wieder nicht in Form. Dafür die anderen Spieler, die sich denken, ja komm, bin zwar nicht gut in Form, aber Finale. Mach mal, wir haben jetzt gegen Profimannschaften gewonnen wie Griechenland. Ja. Griechenland, die übrigens stark waren in der Anfangszeit gegen die Deutschen, was dann Ja. aber nachgelassen hat. Das stimmt, das stimmt. Ey, Deutschland hatte 17 Schüsse und 13 davon aufs Tor. Ich Die hatten glaube, ich Glück, dass sie hatte zum nach Tor der kommen. ersten Halbzeit 8 Schüsse aufs Tor. Und dann 9. Ne, 10 hatte ich, oder Also. 9, ja, oder insgesamt Schüsse. Also die Griechen, der erste Hälfte stark gewesen, haben da überragend zwei Tore reingebrettert und dann nachgelassen. Jetzt Schweiz gegen Kroatien im Finale. Man merkt, das ist Los Finalstimmung im geht's. Ja. Publikum. Die Schweiz gegen Kroatien. Stadion ist gefüllt. Aus der Aktion Stadion wird ist nichts. gefüllt. Und der erste In Fehlpass echt ist schon mal hinfällig. wahrscheinlich schon durch Brasilien-Fans, weil keiner von der Schweiz oder Kroatien angereist ist. Und Trimmitsch zeigt schon wieder, was er kann. Aber kommt gegen zwei Da leider ist nicht ein durch. klasse Stürmer, der für Torgefahr pur steht. Und Oh. sie lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16-Meter-Raum. Absolut unverständlich. Absolut unverständlich, im 16-Meter-Raum war niemand, Jetzt müssen sie aber sich neu macht ja orientieren. nichts. Macht er Wenn nichts. Hansi Küpper das sagt, dann stimmt das. Oh. Oh! Da gab es ein paar YouTube-Lags, Da ist die deswegen Chance zu die flanken. Kommunikation Toll der gelöst. Spieler Und geht in untereinander die Mitte. Oh, macht nicht er gut gut. vonstatten gehen konnte, weswegen es ein paar Stocker. Schon läuft der Gegner. Spielfehler gab. War bei Kroatien Durch zu der schwierig. Mak Cikic, der Gute. Ja. Gute Schussposition. Da habe ich mich gerade gar nicht drin, fällt mir auf. Ballkontrolle. Da steht, kommt zwei Und die Spieler gegen den Versuchung armen deckt sich aus. Shaqiri. Der kann Ein doch da auch Tor nichts machen. erfolgt. Der ist doch nur 1,20. Nee, der Ball ist weg. Ja, Trimmitsch will es wieder wissen. Der Der will da Ballwerfer ganz auf durchkommen. sich allein gestellt gegen eine gegnerische Kriegt doch überragend seine. angreifende Situation hier im Gegenspiel. Boah. Der fliegende Spieler im hohen Bogen, ey. Stocker. Shaqiri. Hier wieder die zwei vorne, Shaqiri und Die Trimmitsch. Abwehr greift hier Aber rechtzeitig durch. Shaqiri ist halt. Shaqiri wie immer nervös. Ja. Jetzt zwei. Man kann ja klar nervös sein. Und der Also, oh, oh. Schiedsrichter gibt den Freistoß. Ernsthaft. Oh. Weißer Ball zum WM-Finale 1995. Ja. Wird das Gerät Haben sie sich versucht? perfekt Ball ausgesucht. Zum WM. TTV Und WM-Finalspiel. er versucht's. Tor Uff! am Pfosten. Oh. War Engel. Ich dachte, nachdem der an der 22 vorbei ist, am Stocker-Klaupe, der geht rein. Ging dann aber zum Glück gerade noch so vorm Pfosten. Ja. Da ist schon wieder Spannung im. Oh, steht natürlich keiner. Wieso auch? Ganz stark hat er da Krasnitsch, den Pass also nicht erahnt Rakitic in und echt, steht bei zugestellt mir dann. natürlich in der Verteidigung. Wo spielt ihr in echt? Guter Ball.
Ich glaube, der ist Mittelfeldspieler. Naja. Manchmal auch im Sturm, glaube ich. Da ist doch gut, dass er Verteidigung spielt. Der hat halt die Form Hier ist Sackgasse. dahingestellt. Jetzt vielleicht die Chance. Trimmitsch, da muss er zum Sprint übergehen. Hat er zu lang gewartet und da kam der Verteidiger und Verfolgt der hat ihn Gegenangriff. noch Riesenmöglichkeit. haben abwehren können. War ein Abschluss, denke ich. Ehrlich, war ein Dieser Abschluss. Abstoß. Wiss ich auch nicht. Ja, Kunac, ey, der will wahrscheinlich, hat gesagt, Alter, ich bin besser als Makitaric. Oh, ganz schlecht. Wieder Abwehrfehler ohne Ende. Das gibt Jetzt hört Pech. doch mal auf! Ey, das ist schon wieder parteiischer Schiedsrichter, wieder WM-Schiedsrichter. Das war echt. Man weiß ja, was der bei Freistößen aus dieser Jetzt Entfernung drauf Inler, hat. Ich glaube, Freistoßprofi jetzt wird's richtig 3000. gefährlich. Gucken wir mal, was er macht. Das wäre doch noch Gewalt. Da hat der Torwart gehalten. Ich glaube aber, der ist dann noch am Spieler abgeprallt war. Und jetzt der Konter, ey. Und Und erwischt nochmal. den Ball. Das war ein Foul. Was ist denn für ein Der war Foul? Hä? anzumal schon zu Beginn zu sehen, dass er auf Was der Stelle nicht was weiter pfeift kommen jetzt der würde. Jury hier für einen Ich Scheiß? war das wieder ganz fein die Füße mit dem Oh. Ball und Oh. hätte den Konter geben können. Aber das kenne Ey. ich, wenn man so grätscht beim Schießen und dann der Gegner Freistoß kriegt. Das ist mir auch öfters passiert. Ich dachte jetzt schon, es gibt Elfmeter oder so, weil meiner gefoult hat, irgendwie gezogen. Ah, gute Verteidigung. Aber dass du da eine gelbe kriegst. Weit vor. Und abgefangen. Das kann interessant werden. Da ist die Chance. Oh, Trimmitsch. Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Hey. Es kann nicht sein. Oh, Stocker, der Stocker dich doch durch. Der Kommentator. Ich schieß aus Versehen, weil ich auf Presse gedrückt habe. Der Schuss kommt und der Kommentator. Was ein Gerät! Ah, nee. Oh. Funkt dazwischen. Das war wichtig. Inler. Berami. Semaili. Also der Shaqiri steht irgendwie immer frei, aber durch seine Nervosität nicht so sicher wie Trimmitsch im Ball. Obwohl der sich Versucht gerade auf auch eigene Faust, beim allerdings ohne letzten Mann immer Erfolg. noch gerade so Na ausspielen klar, lässt. kann man das von hier oben alles etwas besser beurteilen, Oh. aber Na so komm. viel Freiraum auf der rechten Seite, um Nimm das dir den hätte Ball man hier bitte. nicht drauf Vielen geschehen lassen. Dank. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Jetzt kann er die Flanke bringen. Und Treto Ziegler hat er sicher. Optionen gab's Wieso da ist der genug, Schiedsrichter eigentlich würde immer so er parteiisch, wieder wenn wir Ballbesitz gegen, wenn du mit erlangen. Schweiz spielst? Ganz ehrlich. Wiss ich auch nicht. Jetzt ist Übersicht gefragt. Da Wird haben die Schweizer Torhüter Schonung Bankkonten aufgehen geplündert oder? und Thierry bezahlt. Oh. Ein Foul, ziemlich eindeutig. Grätsch doch eher, wenn ich R-Grätsche Hat da drücke. tatsächlich Klar geparkt, gibt's da vielleicht hat er Geld. sogar noch Glück. Oh. Was war? Du Der hast ihn da aber Schiedsrichter rausgeholt, ey. unter kontinentalen Gesichtspunkten hätte er Wo? solche Aktionen auch schon vorher Naja. abgeblockt. Wieso grätschst grätst du du bei bei so so einer einer Situation? Situation? Na, weil der auf den Ball grätschen sollte. Und sie spielen den weiten Ball. Der Weiter geht's Senderosch, mit ey. einem Einwurf. Der ist echt guter Verteidiger, muss man mal ganz ehrlich sagen. Der kriegt zwar seinen Ball nie gehalten. Er bringt ihn. Oh. Und damit war's das. Jetzt Damit war's steuern die das. ersten Erste Hälfte Minuten. vorbei, 0-0 immer noch 0-0. im Finale. 0:0. Wir hoffen auf Gleich Unentschieden. viel Kann Tschüss das aufs sein? Tor. Ja. So, da muss ich auch mal einen gelben Olympe rausmachen. Guck mal, wen ich noch als Auswechselspieler hätte. Oh, Barnetta ist draußen. Dann wird er erstmal eingewechselt für den Gelben. So, dann zweite Hälfte des Finales. Zweite Es Hälfte. ist
Es ist spannend. Es ist spannend. Nummer 17 kommt bitte rein. Mancicic, Kacic. Will halt keiner ein Tor hinkriegen, gell? Nee. Will auch keiner irgendwie durch dumme Fehler rote Karten oder so. Oh, der Torwart. Ey, die Nummer 17. Der spielt stark, muss man was sagen. Oh fuck, der hat's gelegt. Barnetta hatten. Der Ball kommt durch. Der Ball kommt in die Mitte. Natürlich sehr gut. Für die Schweizer, dass die halt. Komm Shaqiri, will er nicht. Oh, Trimic, was machst du denn? Schon wieder vertrippelt, ey. Hey! Er versucht's alleine. Shaqiri. Oh, Shaqiri. Shaqiri immer noch in der Schweizer Mannschaft. Bei mir jedenfalls. Spielt gut. Aber kann Chancen nicht richtig einsetzen. Was ich aber eigentlich sagen wollte. Oh. Was die Schweizer Mannschaft natürlich Glück hat, beide Außenverteidiger, sowohl Reto Ziegler als auch Lichtensteiner, 800 Meter groß. Der hat noch Glück. Ja, der hat noch Glück. Glückt, der hat noch Glück. Der hat noch ganz schön Glück. Was machst du immer für Abstöße? Die gehen besonders wohin, gell? Nein! Wieder Abwehrfehler. Kommt Trimic. Oh, der macht da nicht rein. Hoch 10. Da hast du aber Glück gehabt. Was? Foulspiel. Was macht denn der? Oh! Mann! Rakitic, du hast immer... Ging er aber ganz knapp drüber, ey. Der Sommer, ey, der macht manchmal Abstöße, das ist der Wahnsinn. Und da ist der Shaqiri wieder zu langsam. Das ist klasse Fußball. Wenn sie jetzt noch ein bisschen das Tempo erhöhen, dann sehe ich das Tor schon vor mir. Wer hat der umgefallen, hätte es gut gelbe Karte gekriegt, sag ich dir. Geben. Oh, Barnetta. Das kann nicht sein, ey. Da machten die Schweizer Abwehrfehler ohne Ende. Keiner kann den Ball, keiner kann den Spieler stoppen. Bei dem Tor hätte ich mit nicht gerechnet. Im Sommer ist einer der besten WM-Torhüter. Das stimmt. Abwehrfehler von Barnetta. Und dann, der erste geht nicht ran, der zweite lässt ihn durch und dann geht er auch noch rein. Halleluja, ey. Kroatien mit einem Tor vorne, will die Führung natürlich halten. Das ist der bittere Rückstand, sie wären gut beraten, sich damit nicht zu lange zu beschäftigen, sondern sofort... Ey! Ganz klar, der arme Trimic ist er verletzt. Nichts. Das ist ein Dreck am Arsch. Der Arme liegt doch da, ey, verletzt. Er sieht doch nicht, weil Ziegler bei mir im Bild steht. Und wenn es so eine Versammlung gibt, rund um einen am Boden liegenden Spieler, dann ist da wirklich was los. Das ist nicht gerade die optimale Entfernung, aber für einen, der richtig mit dem Vollspann draufhaut, läuft das vielleicht sogar noch mit der Nase. Was denn? Das war beigespielt. Ich dachte jetzt schon, es gibt nicht Elfmeter. Der hat locker Ball gespielt. Was war denn das? Ja, das war echt locker Ball gespielt. Hoffen wir mal, dass der Trimic bald wieder reinkommt, sonst wird das nicht im Sturm. Drüben findet der lange Ball einen Abnehmer. Nee, so nicht. Berami. Stocker. Der Stocker.
Da kommen wieder zwei, drei, fünf Spieler, ey. Sehr schön mit zurück. Gute Defensivarbeit. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weite. Das kann nicht sein, ey. Ey, diese Abwehrfehler, das ist unglaublich. Abnehmer gibt es genug. Oh, die Flanke. Ey, das sind ein paar grandiose Abwehrfehler, ganz ehrlich. Es ist mein Trippic endlich wieder drin. Keine Ahnung. Ich glaub schon. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Oder ist der Ballverlust? Das gibt's nicht. Was machst denn du vom Pass? Das gibt's nicht, da fehlt am letzten Pass, da ist wieder einer dazwischen. Ey, die Fehlpässe. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Er treibt den Ball durch. Ein langer Lauf mit dem Tor. Oh nein! Ey, jedes Mal so ein Scheiß. Das ist traurig. Die haben null Chancenverwertung, die Mannschaft. Ich hab keine Chancen. Das ist das nächste Problem. Das gibt's nicht. Ey, die Pässe vor den Schweizern gerade. Die Chance. Oh. Der hätte drin sein müssen. Was soll ich denn auch machen? Ja, das wäre fast der Elfmeter gewesen, wär's weiter getrippelt. Echt? Mit Pech. Ja, wer der hätte der Scher dich getroffen. Böse. Ja, fast Elfmeter, oder? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Trimmic. Da fehlt's einfach, da fehlt's. Oh. Oh. Wichtige Aktion des Abwehrspielers. Gut abgefangen. Ey. Was macht er drauf? Und er schießt. Oh. Ähnliche Situation wie vorhin, aber auch das ähnliche Ergebnis. Das stimmt. Was denn? Ähnliche Situation wie vorhin, aber auch ähnliches Ergebnis. Ja, das auf jeden Fall. Nachspielzeit. Ja, da geht's schon in Nachspielzeit. Oh nein! Oh! Wieder fast Abwehrfehler. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Ey, zwei Pässe aus. Bist du durch meine Abwehr durch, das ist so schlimm. Und er klaut ihm das Leder. Oh. Ja, damit war's das wohl gewesen. Das war nicht. Ja! Kroatien ist Weltmeister! Herzlichen Glückwunsch, Kroatien! Herzlichen Glückwunsch, Kroatien! Pech für das Schweizer Team, was heute nicht gut gespielt hat. Das hatte viel stärkere Spiele gehabt, Schweizer Team. Das stimmt, extrem viel stärkere Spiele. Oh, mein Torwart. Es waren schon ein paar Schüsse von der Schweiz aufs Tor, die hätten reingehen können. Das stimmt. Auch Angriffe, die durch Trippelfehler nicht gestoppt hätten werden müssen. Ja. Aber so nur Kroatien mit einem Schuss von 800 Kilometern geführt ins Tor stimmt, getroffen. Das war ja noch der von weit hinten, den ich eigentlich immer erzählt, dass er reingeht. Das muss aber sagen, ganz Schweiz hätte zwei Tore machen müssen, wollte er sagen. Wenn ihr das jetzt nicht versteht. Aber naja. Macht war gerade nicht viel. Damit Kroatien Weltmeister. Könnt ihr aber kurz zusammenfassen. Kroatien Weltmeister. Schweiz auf Platz 2 der WM. Dritter Platz Griechenland. Und vierter Platz dann Deutschland. Wer hätte es gedacht? Niemand hätte es gedacht. Aber so ist es rübergekommen. Nee. Damit danke fürs Zusehen der TTV-WM.
Jetzt könnt ihr euch doch die richtige WM angucken, das Orakel. Das wird dann genau heute das letzte Orakelspiel sein. Leider. Aber dann damit ist. ist. Stimmt, die WM ist jetzt schon vorbei. Ja, Endlich damit konnte ist. nur das richtige WM, das richtige WM-Finale. Und dann ist uns. Ja, dann ist unsere aller WM vorbei. Weggebrochen. Ja, damit danke fürs Zusehen der TTV-WM. Bis zum nächsten Mal. Okay.